فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. Das bedeutet, und wer von euch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, soll eine Anzahl anderer Tage fasten. Und vorab, wir wollen jetzt keine Fiqh-Reihe daraus machen, wir wollen jetzt nicht in die religionsrechtlichen Themen einsteigen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, der Reisende darf nicht fasten, dann erkläre ich damit nur ein Konzept, wie es im Koran genannt ist. Wir wollen keine Fiqh-Angelegenheit machen, weil wenn jetzt jemand kommt und sagt, wie ist es aus der fiqh-rechtlichen Perspektive? Ich bin auf Reise, darf ich fasten? Dann frage ich natürlich, wie lange bleibst du an dem Ort? Zählst du zu demjenigen, der Kathiru Safar ist? Wie weit ist der Ort entfernt? Wann fährst du los? Vor dem Mittagsgebet, nach der Zeit des Mittagsgebets und so weiter und so fort. Das ist aus der fiqh-rechtlichen Perspektive. Wir wollen da nicht einsteigen. Wir wollen das gesamte Konzept betrachten, wie der Koran hier in dem Fall vorgeht. Er sagt, und wer von euch krank ist oder auf Reise ist, der soll eine andere Zahl fasten. Und leider gibt es immer noch Geschwister, die meinen, wenn sie krank sind, sie sind Superhelden und sterblich, nichts kann ihnen anhaben. Sie wollen jetzt beweisen, wie stark sie sind und sie fasten trotzdem. Hier sollen wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, es ist nicht so, dass du die Wahl hast, ob du fastest oder nicht. Wenn du krank bist und das Fasten sich negativ auf deine Gesundheit auswirkt, ist es für dich haram zu fasten, verboten. Du begehst eine Sünde, wenn du fastest. So ist die Sache. Viele denken, ich faste trotzdem, auch wenn ich weiß, es ist schädlich für meine Gesundheit. Der Arzt schreibt mir beispielsweise, alle 3 Stunden muss ich bestimmte Tabletten nehmen. Wenn ich das nicht nehme, werden die Werte von meiner, keine Ahnung, Schilddrüse oder Bauchspeicheldrüse schlechter und das kann lebensgefährlich werden, aber ich ziehe es durch, ich bin so ein krasser Gläubiger. Glaub nicht, dass du gläubig bist, indem du sündig bist gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Der Gottesdienst besteht darin, dass du dein Fasten brichst und diese Tage später nachholst, wenn es dir möglich ist. Das ist Gottesdienst. Manchmal wundere ich mich wirklich über die Muslime. Die Sachen, die im Islam, ich sage mal in Anführungszeichen, etwas strenger oder schwerer sind, die versucht man sich zu erleichtern. Und die Sachen, die leicht sind, die Allah subhanahu wa ta'ala uns leicht machen möchte, die versuchen wir uns zu erschweren. Wieso? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich gewähre dir die Gunst und die Gnade, dass wenn du krank bist, konzentriere dich auf deine Gesundheit, werd gesund. Diese Fastentage kannst du später nachholen. Punkt. Akzeptiere das. Und die Sache geht sogar so weit, dass diejenigen, die fasten, obwohl sie krank sind, und dieses Fasten wirkt sich negativ auf die Gesundheit aus, dieses Fasten muss nachgeholt werden, es zählt nicht. Dieses Fasten, was du fastest und du bist krank, und ich nehme immer diesen Zusatz natürlich mit, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ach, ich habe leichte Kopfschmerzen oder ich habe mich hier geschnitten und so, ich faste heute nicht, nein. Das Fasten muss schon sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Diejenigen, die fasten und dieses Fasten wirkt sich negativ auf die Gesundheit aus, dieses Fasten ist ungültig und muss wiederholt werden. Das ist eine Aussage von Imam Zain al-Abidin, a.s. beispielsweise. Deshalb lasst uns in bestimmten Situationen erkennen, was die Gnade Gottes ist. Und lasst uns auch erkennen, wie wir Allah subhanahu wa ta'ala dienen können. Wir dienen Allah subhanahu wa ta'ala nicht so, wie wir es wollen, sondern wie er es will. Wenn er sagt, faste, faste ich. Wenn er sagt, brich dein Fasten, dann breche ich mein Fasten. Und meine nicht, ich muss es irgendjemandem beweisen, was für ein krasser Typ ich bin und ich trotzdem fasten kann, obwohl ich irgendwann im Bett bin und meine Werte werden immer schlechter und sage, nein, ich faste weiter. Das ist haram. Erster Punkt, also krank. Zweiter Punkt, auf Reise. Auch hier, genau das gleiche Beispiel. Manche kommen und sagen, ganz ehrlich, früher, okay, war das Fasten vielleicht auf Reise schwerer, die mussten mit Kamele. Wobei auch damals, für damals, die Araber, war das Reisen etwas Normales. Packt eure Sachen, hier sind die Kamele, wir reisen jetzt. Ja, nach heutigen Verhältnissen ist es anstrengend. Für damals war es einfach. Beispielsweise im Winter nach Jemen, im Sommer nach Syrien. Li ilafi Quraysh, ilafi rahlat al-shita'i was-sayf, daher kommt das. Aber heute, jetzt mal ganz ehrlich. Ich bin jetzt heute von Berlin nach Oldenburg gekommen. Ich bin in Berlin in einen Zug eingestiegen. Ungefähr ein bisschen weniger als 2 Stunden später war ich in Hannover. Hannover, 200 und noch ein paar Kilometer mehr. Was war das für ein Erschwernis? Wieso muss ich mein Fasten brechen? Wozu? Wenn ich in ein Flugzeug einsteige und 1000 Kilometer fliege, wo ist da die Erschwernis? Auch hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich entscheide, wann du fastest und ich entscheide, wann du dein Fasten brichst. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den unsere sunnitischen Geschwister öfters erwähnen und sagen, wenn ich verreise und es ist nicht anstrengend, faste ich weiter. Die Rechtsschule der Ahlul Bayt a.s. sagt nein. Allah subhanahu wa ta'ala, auch hier natürlich, wie gesagt, ich trete nicht in die Fiqh-Abhandlungen ein. Wenn ich sage Reise mit den Bedingungen, die damit einhergehen, will ich nur nochmal betonen. Wenn die Imame der Ahlul Bayt sagen, Reise
auf Reise darfst du dein Fasten oder musst du dein Fasten brechen. Auch hier genau das gleiche Beispiel wie beim Kranksein. Es geht sogar so weit, dass Imam As-Sadiq a.s. sagte, ich verrichte das Totengebet nicht auf jemanden, der auf Reise ist und fastet. Allahu Akbar. Auf einen Heuchler wird das Totengebet verrichtet. Abdullah bin Ubay, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hat das Totengebet auf ihn verrichtet. Derjenige, der Selbstmord gemacht hat, er hat eine große Sünde begangen. Wir wissen aber nicht, was für Umstände er durchgemacht hat. Er hat selbst. Wir überlassen ihn Allah, das Totengebet wird verrichtet. Imam As-Sadiq alaihi salam sagt, ich verrichte das Totengebet nicht auf jemanden, der stirbt, während er auf der Reise am Fasten war. Auch hier werden zwei Gründe genannt. Wieso ist das überhaupt so? Wieso steht uns nicht die Wahl dazu? Erstens, es wird gesagt, es ist ein Geschenk. Das ist eine Hadiyya. Es ist ein Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala an den Gläubigen. O du Gläubiger, ein Geschenk von mir an dich, dass du während dem Zustand des Krankseins oder Reisens nicht fasten brauchst. Wer bin ich, dass ich dieses Geschenk dann ablehne? Wenn ich jetzt jemandem hier ein Geschenk mache, wie würde ich mich fühlen, wenn man sagt, nein, nein, behalte das Geschenk für dich, ich will es nicht. Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns ein Geschenk, sei dankbar, nimm dieses Geschenk an und sag Alhamdulillah. Es ist eine Erleichterung. Und das ist der zweite Punkt, nämlich in Surah 2, auch in Surah Al-Baqarah, Vers 185, wird diese Stelle nochmals erwähnt. Also auf Deutsch, Allah subhanahu wa ta'ala möchte euch die Erleichterung und er möchte euch nicht die Erschwernis. Mein Prophet, Gottes Segen und Frieden auf ihn, hat die Gebete mal gemeinsam und mal getrennt verrichtet. Und als er gefragt wurde, O Gesandter Gottes, wieso hast du die Gebete gemeinsam verrichtet? Dhuhr und Asr, Maghrib und Isha, sagt er, Allah subhanahu wa ta'ala möchte es euch leicht machen, er möchte es euch nicht schwer machen. Mit welchem Recht kommt man nun und wirft den Anhängern der Rechtsschule der Ahl-Bait vor, dass sie ihre Gebete zusammenlegen? Mein Prophet hat die Gebete mal getrennt und mal gemeinsam verrichtet. In den Büchern der Allgemeinheit des Sunniten steht drin, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in manchen Zuständen, wo es keine Gefahr gab, wo es nicht geregnet hat, wo er nicht auf Reise war, Dhuhr und Asr gemeinsam gebetet und Maghrib und Isha gemeinsam gebetet hat. Wo ist hier das Problem? Wenn du die Gebete getrennt verrichten möchtest, mach es. Kein Problem. Wir sagen nicht, das ist falsch. Wenn ich aber die Gebete gemeinsam verrichten will, ist es auch kein Problem. Denn Allah subhanahu wa ta'ala möchte die Erleichterung, er möchte nicht die Erschwernis.